Lol, Geschirr. What's even the point of having so much crockery? Jetzt, wir haben viel Geschirr, deswegen, ja, die Frage nicht richtig beantworten. Oh. Ach so, um zu gucken, wo Daniel ist, deswegen. Notiz. As always with Claire, I can't really tell if this is cute or bossy. Der Ehemann, falls du die Wäsche wäschst, folge bitte diesen einfachen Regeln. Mische nicht Weiß- und Buntwäsche, niemals, ja, das ist klar. Benutze einen Becher Waschmittel, rote Schachtel für jede Ladung. Auch klar. Falls du meine Kleidung wäschst, benutze den Waschgang Feinwäsche, damit du nicht noch mehr meiner Sachen ruinierst. In Liebe, deine Frau. Ich habe schon da geguckt. Aber trotzdem, das wäre witzig gewesen als Bug, wenn er dahinter gewesen wäre. Okay. Alles klar. So, ich gucke jetzt nochmal im Tier. Moment hier die Liste. Pretty different from the one we had back at home. Zimmer aufräumen, schmutzige Wäsche waschen, Großeltern umarmen. Oh, das ist doch schön. Stephen saugen, Handtücher falten, Schublade reparieren. Claire, alles andere. Alles klar. Muss ich aber auch hier keinen Stress machen. Also ich hätte kein Problem damit. Claire could totally be on one of those cooking shows. Ist das Käsekuchen? Oh, verzierter Teller. Claire paints all these. Not my style, but pretty impressive. Ja. Ich hoffe, Danny macht die nicht kaputt. Cornflakes. Aufräumen. Clean kitchen equals clean conscience. Jawohl. Wie ich gesagt habe, jetzt erstmal im Tier alles unten sauber machen. Okay, hier kann ich nichts machen. I get that he's sick of all this shit, but why are we playing this game? Nur erstmal ansehen. Gotta do the laundry first. Ja, ich weiß, aber ich wollte trotzdem erstmal ein Tier gucken. Weil ich will hier alles. Schade. Guck mal, ein E-Book. Feels so good to be safe at last. Okay. Jetzt geht's nach oben. So, Daniel, jetzt komme ich aber. Wow. Das war ja mal nicht auffällig. Oh, wehe, er ist in den Raum gegangen. Oh, bitte, Ram. Gee. Don't know why crooked frames stress me out like this. This used to be Karen's room. Wonder what. Fuck. I broke this thing like 10 years ago. I can't believe they fixed it. And kept it. I know you're in there. Gotcha! What the? Behind you! Oh! Yeah. Very funny. No more hiding. Seriously. Okay, okay. What do I have to do? You tidy the mess in our room, and I take care of the laundry. Cool? Again? We always have to clean everything. I don't wanna. Yeah, I hear you. Never mind, okay? Cool. Thanks, Sean. Ja, das müssen wir machen. Es muss alles sauber sein. So Wäsche, dreckige Wäsche. Nehmen. Alright. Let's get it over with. Wie der das hält. Daniel. All right. Time to take care of that laundry. Thanks, Claire. Können wir noch irgendwie erstmal gucken, nicht dass wir da noch irgendwie was mitnehmen können.
Ne, okay. Dann bringen wir mal die Wäsche nach unten. Achso, nee, warte, ich gehe hier. Na 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 na. Better be careful with it. Looks expensive. How many programs does this thing have? Okay. It will do. Ich hoffe, das passt. Ich draußen im Schuppen umsehen. Alles klar. Oh, warte. Lichtschalter aus. Okay. Boring alles laundry. Muss hier schon. Done. Time for fresh air. What the hell are you doing? What? I just picked the phone. You know what, dude? We're not supposed to be here. Who was it? I don't know. Some kid? It was just a prank, Sean. I know. Just be careful, okay? Don't worry. Ich verprüge dich. Nein. Was? Aquarium? Hey, warum ist hier... Nein! Nein! Bin ich denn Jack, das anheben zu lassen? Ein Aquarium? Reparieren lassen. Ich glaube nicht, dass er das reparieren kann. Und ich möchte es nicht kaputt machen. Ich kann doch mal entspannen und zeichnen. Hä? Soll? I'm so ready. Ich weiß nicht. Ich möchte es ungern machen. Aber da... Ist hier das hier? Nicht. Also das annehmen zu lassen, ist mega dumm. So. Aber hier bin ich mir gerade nicht sicher, ob ich das machen soll. Komm. Wehe, es ist hey, ein Fehler. Do you think you can fix that? Gee, that's pretty small. Let me try. Oh, bitte, 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 bitte. I did it. Hey, check out the sail. Yeah. So this was Mom's ship? I don't know, man. I guess. Oh, keine Fehlentscheidung. Das war keine Fehlentscheidung. Daniel, you ready? Leute, er ist direkt neben dir und du schreist. Yes, wait for me. Ich habe so eine Ahnung, was jetzt passiert. Ich habe so eine Ahnung, was jetzt passiert. Hallo Chris, da ist die Jacke von Daniel und das ist die Jacke hier von Sean. Man, finally. Feels so good to be outside. Reminds me of the cabin. Right? Oh! Ow! Shh! What did Claire say? Who cares what the old rat said? Alter! Baumhaus. So that's the treehouse Steven helped out with. Pretty awesome. Wee, guck mal, wee! This place is actually kind of nice. Ich glaube, wir können ja eigentlich nichts machen, außer in den Schuppen gehen, oder? Ich gehe mal eben hier schnell drumherum, um zu gucken. Weil ich natürlich nichts übersehen möchte. Check it out. Cool. Ja, das ist wirklich cool. Okay. Okay. Get ready for storage wars. What's wrong? Hä? Frozen shut.
Of course. Da! Da ist es! Sean, look! Da war die Szene. Ich hab's euch gesagt. Ich habe es euch gesagt. Ich habe es euch gesagt. Bam. Hallo Chris. Ich kenne dich. Und da das Winken. So ging das Spiel aus. Da dachte ich damals noch. Was? Was gesehen? Das haben wir. See what? We just got here. Are you okay? Yeah. I didn't see anything either. Oh. Okay, I just fell down into the snow. Dad says I'm kind of clumsy. That's an awesome costume. Who's your favorite superhero? I love Power Bear. Oh man, I have the Mega Power Bear. You should check it out. So cool. I've got the Chibi Power Bear, the talking one. No one can defeat justice. Wow. Chris, oh God. Look, I am so sorry. Are you okay? Dad, I'm fine. I promise. Are you sure? Listen, I shouldn't... Do you know them? It's okay, Dad. They're cool. He loves superheroes, even Power Bear. Ah, gotcha. Hey there. Are you staying with the Reynolds? Oh. Was sagen wir denn jetzt da? Wir sind jetzt hier hinten. Oh. Auf der Durchreise. Ja, komm. Oh, komm. Yeah. They're our grandparents. I see. Oh, jeez, Chris. You don't have any damn shoes on. I'm sorry, buddy. Let's get you inside. Yeah. Okay, Dad. Thanks, guys. Oh, and, if Claire asks, tell her everything is fine. Is this? Yeah. Sure. No problem. Cool. See you around then. Ich glaube, ist es wäre ein bisschen vielleicht zu forsch gewesen. Thanks, guys. See you later. Yes, we will. Daniel, did you forget everything about the rules already? Sorry, Sean. Did you want me to let him fall? Really? An die Regeln erinnern? Nachgeben. Das Ding ist, und das ist jetzt das Problem daran, wenn ich nachgebe, an sich hat Daniel ja nichts Falsches gemacht. Er hat ja so gesehen einem Menschen geholfen. Einem Kind in seinem Alter. Das Ding ist aber, wenn ich nachgebe, würde er bei vielen anderen nachgeben und dann sehen es vielleicht mehrere Menschen. Außerdem lag da Schnee. Aber das Ding ist, ist es jetzt, dass ich meinem Bruder zustimme und ich mag meinen Bruder und eigentlich würde ich das sehr, sehr gerne machen. Oder erinnere ich ihn so ein bisschen daran, Daniel, ich sorge mich um dich und ich weiß, du sorgst dich auch um andere Menschen dann und du kannst dir dann vielleicht helfen, wie jetzt eben Chris. Aber du musst aufpassen. Deswegen, sorry, ich muss an die Regeln erinnern machen. I know you only wanted to help. Gut. But it's too dangerous for both of us. Whatever. Rules are boring. Yeah, but it'll be worse than boring if we get busted out here. Come on, Daniel. Deswegen heißt die Folge so. Steven already saw you using your powers. Fine. I'll be careful. I'll never help anybody again. Okay? Daniel, remember that we're hiding out. So no training and no showing off your power. From now on, you stick with me all the time. Okay? Aber er hat genau das gesagt, wie ich gesagt habe. Er muss vorsichtig sein und wir wissen, er wollte nur helfen. Aber es ist halt zu gefährlich. Das ist das Problem.
Beaver Creek Origin, der nächste Morgen. Ich bin bei den Nachbarn. Oh, that kitten never listens. Wartet mal ganz kurz. Ich muss mal hier ganz kurz was gucken. I should get dressed to go look for Daniel. Okay, ich glaube, warte mal, Fenster. Ich glaube, das ist hier alles gleich. Notiz, können wir uns theoretisch nochmal ansehen. Ich bin bei den Nachbarn. Daniel didn't give a shit about what I told him yesterday. Okay. Time to get Daniel at the Ericsons. Ericsson. Ah, Kleidung. So, da sind wir angezogen und dann würde ich schon sagen, gehen wir mal nach drüben zu Daniel. Claire? Steven? Keiner von ihnen da? Anybody home? Würde echt zu gerne rein. Well, looks like I'm home alone. Ich kann gerade sehr viel machen eigentlich. Aber irgendwie auch nichts. Oh, right. Sunday morning. Claire and Steven must be at church. Oder kann ich hier irgendwie was machen? Nein. Ich will nur mal auch gucken, dass ich nichts verpasse. Steven and Claire are gonna freak if they realize he went to the Ericsons. Oh, schön. We had a good time decorating the tree together last night. Oh, das hätte ich gerne so gemacht, muss ich zugeben. Weihnachten ist ja jetzt in Realität bei uns ja auch schon eine Zeit hier. Well, maybe I could use the phone. Oh. While they're away. Oh. It's been more than a month since I ditched my phone. Ich würde maybe gerne. Stop tracking us. Ich würde gerne so sehr, aber ich mache es nicht. Nein. Ich möchte so sehr, wisst ihr das eigentlich? Ich möchte das gerade so sehr, Leila, anrufen. Oh, ist das traurig. Ja, wisst ihr, jetzt kommt so diese Moral. Ach komm, leck mich doch, ohne wenn Spiel. Das ist gerade so eine Verführung. Ne, oh Notiz, ansehen, was steht denn da drauf? Well, I guess they won't be back for at least 2 hours. Morgen schlafen müssen. Wir haben euch auch schlafen lassen, während wir in der Kirche sind. Wir sind zum Mittagessen zurück. Bis bald, liebe Oma und Opa. PS, der Weihnachtsbaum ist perfekt, gut gemacht, Jungs. PPS, danke fürs Aufräumen, das ist sehr lieb. Natürlich. Maybe I could use Steven's laptop. Nein. It's been ages since I've had news from the real world. Nein. Nein, ich will nicht in Versuchung kommen. Ich will nicht in Versuchung kommen. Nein. Mann. Ich bin ganz ehrlich, okay. Den Laptop hätte ich sowieso nicht benutzt. Let's get this back home now. Kann ich hier noch irgendwie was machen? Ich guck mich erstmal hier wieder um. I wonder how. I wonder why. Why does Daniel never listen? Maybe I'm too soft with him. It's about the blue sky. La la la. Thought about the fantasy. I wonder why. Dude, move your ass. Who knows what Daniel's doing over there? Oh, die schöne Musik.
Oh, ist das schön. Single dad family. Way too close to home. Warte. Vielleicht perfekt für den Thumbnail? Ich weiß es nicht. Hier, wir können zum Wagen gehen. Habe ich gerade gesehen. Oder hier war doch was. Ich sehe mich sonst erstmal hier hinterm Haus und so. Ja, guck mal, hier ist der Schneemann. Erinnert ihr euch noch? Wow. Looks like someone paid the high price here. Da ist eine Zigarette drin. Oder nee, ach nee, das sind Bierdeckel. At this point, you probably won't miss one eye. Souvenir erhalten. Nice. Wow, ich kann die Schaukel doch nicht mal irgendwie so bewegen. GG. Hier ist das Zimmer, warte mal. Wenn die da gleich drin sind, ey, dann denke ich mir nur so, warum kann... Steven und Claire are gonna freak if they realize he went to the Ericssons. What the fuck? I'm gonna kill him. Ja. Daniel! Ist das dein Ernst? Alter. Recyclingtonne. Wow. That's a lot of beer. Alter. Ist das dein Ernst? Daniel, what's going on here? Sean! Wait! Don't freak out! I can't explain! Let me tell him. Sean, I know it sounds crazy, but I have a superpower. You saw me yesterday. I know you did. I was flying. I can move things. Objects. With my mind. Oh, a superpower. Really? Yes. Was sagt man denn jetzt da drauf? Echt cool? Nein, ich muss jetzt so ein bisschen mal hier dieser Verantwortliche sein. Great. And you don't realize what that implies? Everyone can see you from the outside. You could get in real trouble. This is dangerous. Do you understand? Yes. We hear you. We promise to be careful. This is just our secret, okay? Nobody can find out I'm the real Captain Spirit. And nobody will. Ever. Now you're an official member of the Spirit Squad. If you betray us, I'll disintegrate you. Alles klar. Nah, just kidding. Oh yeah, we need a... Ja, ja. Team Signal. Totally. I'm gonna be... Super Wolf. What's your super name, Sean? Kann ich ein Schurke sein? Professor Diaz? Machen wir jetzt damit? Komm. How about the Silver Runner? Cool? Cool, right? Not bad. That's true, you're a great runner. Okay, guys, I think we're ready to roll. Was? Wie zur Abfahrt. Excuse me. Who are you? I'm Sean. Oh, yeah, sorry, man. You're here for Daniel. Hey, let's make it official. I'm Charles Erickson. Nice to meet you. Hope you know that Daniel and Chris are a dangerous team. We better watch out, or they're gonna take over the world. Yeah, they share a lot of things. As thick as thieves. Can we go get the Christmas tree now? Yes. We're both ready to fly. Yes, yes, yes. The team has been waiting too long. Hey, you should come along too. There's nothing going on over here. Yes! Can't wait to see all the decorations. And Sean, we could buy Christmas presents for Grandma and Grandpa. Was macht man denn da jetzt? Klar, sie werden sich sorgen.